Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth mit mir, Wigmann. Beim letzten Mal haben wir mit Eve Satan geschlagen, glaube ich. Und heute, da wir mit allen außer Samson irgendwas gemacht haben, irgendwas schon geschafft haben, kommt jetzt Samson dran und darf uns im Basement zur Hilfe gehen. So, Samson. Als erstes Item die Dead Onion, Toxic Aura, Tears. Samson hat was Gutes. Es nennt sich Rage. Umso mehr er in einem Raum getroffen wird, in einem Floor getroffen wird, umso stärker ist er in diesem Floor. Klingt gut, ne? Das Problem ist, er muss dafür Schaden erleiden. Ich meine, ganz früher war das so, wenn er Monster gekillt hat, hat er Damage bekommen. Aber jetzt ist es, wenn er Schaden erleidet, bekommt er mehr Damage. Das geht. Es könnte schlimmer sein. Zumindest haben wir sowas. Also ja. Nope. Die Toxic Aura Tears sind eigentlich geil. Deswegen sage ich auch nichts dagegen. Gurgling ist hingegen nicht so geil. Yo. Ah ja, die Toxic Aura Tears. Und Gurgling natürlich, diese kleinen Ficker. So, der Kampf ging relativ gut über die Bühne. Growth Almonds kann man machen. Leider haben wir einfach keine Bomben. Deswegen suche ich, suche ich noch schnell. Ach, damn it. Naja, das hat es nicht ganz gebracht. Aber durch so Sachen wird Samson ja aber auch stärker. Nicht wahr? Deswegen kann man sowas mit ihm sehr gut machen. So. Down we go, my friend. Down we go. Basement 2. Wir fangen erstmal ganz normal an, denke ich. Obwohl. Natürlich sind die davon nicht betroffen. Ne? Wäre ja langweilig. So. Bad Trip. Dann mache ich den noch. Mach ich nochmal, komm. Ich muss ja auch noch raus, deswegen. Was haben wir hier? Bomsaki. So, jetzt ist Samson stark. Aber auch fast tot. Wir haben keine Schlüssel. Ansonsten gerne, aber wir haben keinen Schlüssel. So. Was gut an Samson ist, selbst wenn er sich heilt, behält er den Schaden. Das ist ganz gut. Good job, Baby Fox. Entschuldigt. Jo, gut. Alles klar. Auf jeden Fall, der Damage geht nur weg, wenn wir den Floor verlassen. Sprich, wir können jetzt im Prinzip mit unserem Damage den ganzen Floor über durchhalten. Wir holen die $3 Bill, Rainbow Tears.
Okay, Number One. Das ist das hier, glaube ich. Oder das ist der normale Gesichtsausdruck. Ne, ist Number One. Ich wusste es doch. Hier könnte eventuell... einen Moment, ich muss mal ganz kurz antworten. Einen Moment. Ich hab's fast. Wieso muss ich auch immer Romane schreiben, nur um mich zu bedanken? Okay, wir können. Ja, es läuft aber ganz gut, glaube ich, bis jetzt. Ja, die $3 Bill, ich denke, ist selbsterklärend. Geiler Scheiß. Dangle! Dangle. Oh, 2020 haben wir jetzt drauf. Und das war's. Jesus, Joes. Sonst war's auch mit allem. Ja, scheint so. Wir könnten jetzt noch raten, wo der Secret Room ist, aber ich behalte mir die Bombe dann lieber. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt in Secret Room zu rennen. Okay. Catacombs 1. So. Wunderbar. Eine Bombe. Jetzt haben wir zwei Bomben und es fehlt aber Schlüssel. Oh Mann, das ist Zucker. Das ist ja Zucker. Dich, mein Freund, dich hebe ich mir auf. Oh, wir haben den Spiegel und Triple Shot. Das haben wir hier. Oh, was ist das nochmal? Ist das nicht Mom's Eye? Nee. Oder? Ich weiß nicht mehr. Mom's Contact waren es, glaube ich. Bombsa Key. Ja, ich weiß es noch nicht. Toxic Tears. Also, die $3 Bill ist voller Spaß. Sagen wir es mal so. Die macht mich nämlich stärker, ohne dass ich unbedingt Schaden benötige. Also, natürlich nur, wenn die richtigen Effekte auftreten. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir sind trotzdem noch gewappnet. Perfekt. Ja. So. Dann brennet, meine Freunde, brennet. Komm. Ich bekomme eine Bombe wieder und habe eine Chance, eine Pille zu bekommen. Range up. Damit kann ich leben. Als nächstes. Perfekt. Perfekt. So, komm. Wir bekommen eine Bombe. Arschloch. Ja. Ich bekomme Schaden, das reicht mir. Ich habe da oben ja auch noch das eine volle Herz liegen. Die 7. Reroll Rewards. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Okay, einen Moment. Einen Moment.
erst mein Leben. Dann gehen wir wie folgt vor. Wir haben eine Bombe, das heißt, wir müssen das so sicher wie möglich gestalten. So. Die sammle ich ein. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es ist. Ich hole gerade Reset mit. Bin verletzt wie das letzte Stück Scheiße. Husk. Okay. Und zwar Bomben-Husk. The end, bitches. Ja, das, jetzt haben wir Guppy Set. Guppy Set ist okay. Finde ich. Ich habe keine Ahnung, was der D7 macht. Wirklich nicht. Ist ja auch egal. Jetzt. Oh, Proptosis. Sehe ich gerade hier. Dein Säckchen. Two of Hearts. Perfekt, dann können wir uns selbst massakrieren. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Samson eigentlich? Samson war ein Typ aus, ich glaube auch aus der Bibel. Der stärker wurde, weil er lange Haare immer. Umso länger seine Haare waren, umso stärker war er. Und dann kam die Leider, die blöde Fotze, und hat ihm die Haare abgeschnitten. Ich weiß auch nicht. Wieso macht man sowas? Wieso? So. Okay. Die Toxic Orators haben wir wohl jetzt die ganze Zeit. Ich habe mich immer noch nicht massakriert. Aber wir haben ja noch Zeit, einen perfekten Ort dafür zu finden. Das ist fies. Okay. Aber hey, massakrieren. Okay. So, komm. Wunderbar. Geh mal hier rein. Thunder Thighs. HP up, Speed down. You feel strong. Hat Vor- und Nachteile. Großer Vorteil ist, ich kann Steine kaputt machen, wann ich will, wie ich will, wo ich will. Ups, egal. Wir brauchen den Schaden, nicht wahr? Nachteil. Langsam. Wenn wir fliegen können, können wir uns nicht mehr verstecken. Das war es aber, glaube ich, auch schon mit den Nachteilen. Langsam ist dabei der schlimmste Nachteil. Okay, dann gehen wir jetzt noch hier hin. Wieder 2020. So. Da komme ich nicht hin. Gehen wir weiter. Aber hier zum Beispiel kann ich alles geben und zum Beispiel Durchgänge finden, die unter Steinen versteckt sind. Betonung liegt auf vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, das haben wir hier. Nicht, 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 nicht. Wunderbar. Wir können uns auf jeden Fall noch ein wenig mehr quälen. Da geht doch noch was. So zum Beispiel. Ich mache Tour of Hearts. Uns geht's wieder besser. Und dann machen wir uns doch mal auf. Ich bin hier falsch. Machen wir uns doch mal auf in Richtung Bossraum. Ich hole das White Heart noch nicht. Ich hole es erst nach dem Bossraum, damit wir das nicht mehr verlieren. Weil das kann im Bossraum natürlich noch flöten gehen, ne?
Wen haben wir denn im Bossraum? The Stain. Ja, da hätte es auf jeden Fall flöten gehen können. Weil The Stain ist ganz schön nervig. Oh, Proptosis. Jetzt ernsthaft. Es kommt gerade nicht so gut. Da, 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 da. Jetzt haben wir Tough Love. Tough Love ist gut. Wunderbar. Alles klar. Dann hole ich mir jetzt noch das White Heart. Und haben wir auch genug Leben, um uns zu massakrieren. Weil das ist bei Samson so ein bisschen die Zielrichtung, dass wir eben viel Leben holen. Um eben viel Damage, mit viel Damage durchzustarten. Das ist so Samson seine Richtung, sein Wegweiser. Ja. Adepts 1. Dank Adepts 1. Entschuldigt. Ich habe kein Problem damit, mir Schmerzen zuzufügen. Aber ich tendiere auch eher zum Schatzsteinchen, den ich einfach so übergehen kann. Und dann kann ich mir immer noch Schmerzen zufügen, weil... Samson! Oh, ach egal. Ich gehe gleich nochmal zurück. Bam! Ich habe vergessen, die anderen Steine kaputt zu machen. Okay, dann gehen wir hoch. Weil deswegen. So, perfekt. Okay, dann machen wir den hier. Huch. Oh, Double Active. Schwupp. Perfekt. Yep, Double Active. Es geht. Es gibt bessere Karten. Auf jeden Fall. So. Oh. Ich habe gerade, ich hätte noch den Dreier. Und dann gehen wir einfach. Weil ich es kann. Wunderbar. So. The Lovers. Perfect. The Stars. Auch nicht schlecht. Das wird auch mal direkt benutzt. Da war Ewarts. Guillotine. An out-of-body experience. Das Doofe ist, da muss man immer auf seinen Körper achten und nicht auf den Kopf. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber der Kopf fungiert so ein bisschen als Schutzschild. Was hingegen wieder geil ist. So. Aber der Kopf so groß ist, auch gleichzeitig wiederum schwer. Weil man eben echt nicht gut sieht. Das ist tatsächlich der Hauptgrund. Okay. So. Perfekt, okay. Aber die Tränen gehen halt immer noch vom Kopf aus. Also es ist komisch, die Guillotine ist auch nicht wirklich eins meiner Lieblings-Items. Es ist eher ein nerviges Übel. Aber naja, more options! Biu, 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 biu. Und dann können wir noch ein bisschen spenden. Wir haben more fucking options. Das ist immer geil. Wo waren wir jetzt noch nicht? Da unten waren wir noch nicht. Okay.
Hier ist nochmal Ewas. Ewas. Oh yeah. It's about to get real. Ist die Bottle Cap. Die ist schon okay. Safety Cap, meine ich doch. Don't swallow it. Ich sag, glaube ich, immer Bottle Cap. Die Safety Cap ist in Ordnung. Okay. Dann als nächstes. So. Gehen wir weiter. Okay. Ja, Schaden ist schön. Dann haben wir hier Range Down. Dann laden wir noch unsere Herzen auf, aber ich gehe wohl nicht wieder zurück. Ich denke nicht. Ich glaube, ich gehe dann eher zum Bosskampf und schau mal da, wie es weitergeht. Schwing. So. The Adversary, nicht gerade mein Liebster. So. Aber wir sind stark. Wir sind wirklich stark. Unsere Options ist schon mit Squeezy. Wir haben genug Leben eigentlich. Und dann können wir wenigstens noch ein Tears Up raushauen. Schön. Schön. Deaths 2. Curse of Darkness. Oh oh. So. Geld regiert die Welt. Ah, stimmt, ich muss ja auf meinen Körper gucken. Bam. Es lief gut. The Sun. The Sun ist geil. The Sun ist echt gut. Was haben wir hier? Tears Up. The Sun. Eine Bombe. Kopf verwirrt mich voll. Es könnte sein, dass ich mich echt bewege wie so ein Betrunkener. Okay, nochmal ein Help Up. Jo, okay. Ich sag mal nicht nein. Okay, dann haben wir hier erstmal einen Stande kaputt gemacht. So. Wunderbar, dann ist da oben wahrscheinlich ein Shop. Brauchen wir nicht. Okay. Wunderbar. Dann hole ich mir hier das. Oh, die Flamme war noch an. Wunderbar. Wunderbar, das kann man auch mal machen. So mit Feuer laufen, ne? Tada! Jo, ich könnte mich eigentlich noch ein paar Mal verbrennen. Komm, was soll der Geiz, ne? Wunderbar. Wir sind wieder stark und müssen uns nicht mehr verletzen. Nicht mehr unnötig verletzen natürlich. Das kann ja immer mal passieren, dass wir uns verletzen. Aha. Okay. Dann haben wir hier das Heart. Noch ein HP Up. Das kann man machen.
wie gesagt, Leben ist für Samson wichtig. Gut, dann gehen wir weiter. Wir sind natürlich wieder auf 180 mit Samson. Da haben wir nicht mal die Teile lange auszuhalten, was ja normalerweise bei denen Standard ist. Wunderbar. So. Wunderbar. Noch ein Schlüssel freigeschaltet. Schön, 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 schön. Da war noch ein Tinted Rock. Den habe ich jetzt gesehen. Speed up. Speed up ist auch gut. Okay, dann machen wir die aus. Deft 2 sind wir schon. Okay. Dann würde ich sagen, ich habe noch was vor. Wunderbar. Ich wollte es nur aufheben. Und zwar kann ich mich hier draufstellen. Bekomme eine Münze dafür. Und werde stärker. Das ist der Hauptgrund, warum ich mich draufgestellt habe. Und der Grund ist, dass wir noch zwei Herzen haben, um uns zumindest mal... Oh, wir haben sogar noch eins. Ich könnte mich also nochmal draufstellen. Mache ich nicht. Aber, naja. Ihr wisst Bescheid. Wir sind Samson. Samson ist der Hammer. So. Auch hier ist wieder einmal ein Klassiker, sich im Arcade zu begnügen, sage ich mal. Hier, so nach dem Motto. Oh. Okay, Child's Heart. Und Geld. Geld, ich muss immer aufpassen mit dem Shit hier. Okay, dann holen wir The Moon. Na toll. Jo, wir sind stark. Wollte ich nochmal so anmerken. Wir können noch in den Shop gehen, fällt mir ein, weil das ist der letzte Shop. Wie gesagt, Depth 2. Und wir können uns sogar was kaufen. Holen wir uns Mums Purse. Gehen nochmal zum Arcade, weil da liegt jetzt noch was für uns rum. Und zwar ein zweites Trinket, weil jetzt können wir ja zwei aufheben. Das ist schön. Das ist schön. So. Wir holen wieder das Sun mit. May the light heal and enlighten you. Yes, it may do so. Okay. Wir haben momentan Proptosis drauf. Jetzt haben wir 2020 drauf. Okay. Dann würde ich sagen, es geht los. Mom. Oh, es ist, glaube ich, sogar Angry Mom. So sieht es auf jeden Fall aus. Au. Das schmerzte. Wo gehen wir hin? Ich hole was Polaroid mit. Was haben wir hier Schönes? Chocolate Milk. Ech. Ja, aber auch der Techfly. Ich meine ja nur.
Braucht Samson aber gar nicht mehr. Also, hier. Den Boss Rush Raum meine ich. So, wir haben das Polaroid, das heißt, wir gehen zu Isaac. Nachher hoch. Okay, dann mal hier mal machen. Oh, schau mal an. Oh, First Toller. Lemon Party. Nice. Okay, dann kommt ihr mal hier rüber noch. Im Womb ist es ein bisschen schwieriger, sich selbst zu verletzen, was hauptsächlich daran liegt, dass man sehr viel Schaden bekommt. Deswegen sollte man eben auch viele Herzen mitholen in den Kampf und gucken, dass man so wenig unnötig wie möglich nötig getroffen wird. Und zum Beispiel jetzt, ich kann mich einmal treffen lassen. Allein aus dem Grund, dass wir dann nachher auf halbem Herzen sind und weil ich sonst das halbe Herz auf ewig verlieren würde. Das ist tatsächlich der Grund. Wir würden das halbe Herz auf ewig verlieren und ich hole auch das White Heart mit. Das klingt zwar doof, aber ich versuche mich einfach nicht zu verletzen. Für diesen Floor zumindest. Ich kriege das eventuell hin. Das hier ist auch eine große Hilfe. So, das wollte ich machen. Dann haben wir nämlich hier noch Noise. Okay, dann. So, dann haben wir hier noch ein halbes Herz, das ist gut. Ich hoffe zwar nicht, dass wir unser halbes Herz verlieren werden, weil dann ist das White Heart auch im Eimer. Aber hey, man weiß ja nie. Da ist schon der erste Damage, einfach nur weil ich meinen Körper nicht immer sofort wiederfinde. Oder als überhaupt als tragende Leitfigur sehe. Shit. Es war scheiße. Nicht, noch nicht tragisch, noch gar nicht tragisch. Health up. Das ist interessant. Auf jeden Fall. Das White Heart haben wir auch nicht unbedingt nötig, sage ich mal. Es wäre trotzdem cool, es zu halten, um ehrlich zu sein. Okay. So. So. Hier sind noch ein paar Affen. Könnte ich fliegen, würde ich es tun. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Jetzt ist das White Heart weg. Ist so. Kann ich nichts dran ändern. Das Doofe ist halt echt, dass der Körper die Tragfläche ist. Und nicht der Kopf, wie sonst halt immer. Ne? Der Kopf ist groß, auf den kann man leicht schauen. Ne, der Körper ist es. Ich hätte aber gerne Evil Up und Child's Heart, wenn es geht. Das wäre nett. Au. Ich habe nichts gesehen. Das ist okay bis jetzt. Dann ist es halt so. So. Okay. Wir haben 2020. Wer fehlt denn noch? Ah, hier ist einer. Schön. Okay. The Sun ist im Prinzip der Notfallplan. Weil The Sun mich komplett heilt und selbst wenn ich mal extreme Schaden habe, kann ich immer The Sun benutzen. Sollten wir jetzt ein zweites The Sun finden,
Das wäre natürlich Bombe. Aber, ja. Dann würde ich das Sun eben verwenden, um zu sehen, wo ich lang muss. Weil das kann das Sun auch. Das Sun ist sehr, sehr gut. Okay. Okay. Der Körper, Freund, der Körper. Ah, das irritiert mich. Dermaßen. Okay, Gegner Nummer 1, Loki 2. Okay. Ja, nice. Experimental Treatment ist momentan nicht auf meiner Liste. Mom's Lipstick wird sehr gerne geholt. Gut, dann gehen wir weiter. Ich hoffe einfach, dass Mom's Heart problemlos verläuft, damit wir eben im, und selbst wenn wir Probleme haben, nicht sterben, damit wir im Cathedral eben Gas geben können. Okay. So, gut. Weiter so. Okay. Und wieder Proptosis. Was haben wir denn hier? Alles klar. Da 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 da. Sloth. Dürfte das kleinste Problem sein. The Hermit. The Hermit wird einfach mal verwendet. Oh, damn, son. Jo. Wo ist der Alte? Da ist der Alte. Oh, da unten ist eine Bibliothek. Nee, ist doch egal. 5. 5 heißt, wiederhole den Raum. Wiederhole den Raum. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Jetzt oder nachher. Also jetzt im Moment noch nicht. Habe ich nicht das Verlangen danach. Okay. Ach, Pisse. Okay. Dann haben wir eben nochmal Schaden bekommen. Und wir haben den Weg zu Marmitlifts gefunden. Das ist okay. Damit komme ich klar. Okay. Jetzt gehe ich noch zurück und hole mir das Sand zurück. Okay. Das Gute an der Guillotine ist, ich kann um Ecken schießen. Das ist tatsächlich relativ praktisch. Das ist wirklich praktisch. Aber sonst, ja, es geht. Ist kein Grotten-Item, sage ich mal. Gut, dann holen wir uns das Sun zurück. Und ich würde sagen, ich gucke noch ganz kurz hier oben, ob hier vielleicht... Nee, das ist ein großer Raum. Ich habe keine Lust auf einen großen Raum. Ich gucke da unten noch, ob da vielleicht ein Herz gedroppt wird. Wenn ja, würde ich das sehr begrüßen. Nein, und hier vielleicht. Ich habe einfach nur keine Lust auf großen Raum, sonst würde ich den Flur ganz sichern. Jupp. Stattdessen verliere ich noch ein Herz. Okay, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir haben noch 6 Stück. Damit kann man Mom auch gut mal besiegen. Mom's Heart.
aber in der Cathedral wird es dann enger. Das kann ich euch im Voraus verraten. Das kann ich euch im Voraus verraten. Gut, it lives. Ich komme. Oh, shoot. Ja, das ist kacke mit den Augen. Auf den Körper achten. Der Kopf dient auch gleichzeitig als Schutzschild, das ist ganz nett. Okay. Ah, shit, ich bin voll reingelaufen. Egal, wir werden nur stärker dadurch. Dun, 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 dun. Komm. Ende. Nice. Und wir könnten zu Hush. Da gehe ich aber ganz sicher nicht hin. Hush ist dann doch noch eine Nummer zu groß. Ich gehe in die Cathedral. Und schau mal, was es zu essen gibt. Mh, lecker, lecker. Ne, Red Patch will ich nicht. Red Patch hat irgendwas mit, das ist auch ähnlich wie Rage, aber, ich weiß nicht, teilweise kommt es mir so vor, als würde ich dadurch auch mehr Schaden nehmen. Und da habe ich einfach keine Lust drauf im Moment. So schaut es nämlich aus. Oh, eine Münze. Scheiß auf Münzen. Wunderbar. Es läuft gut. Gehe ich hier runter. Momentan noch keinen Schaden genommen. Das ist gut. Damit kann ich arbeiten. Okay, dann bist du weg. Oh. Das ist keck. Wunderbärchen. Dann gehen wir weiter. Schön. Question mark. Macht nichts. Okay. Au. Das hat wehgetan. Okay. Mhm. Ja, ich möchte nicht in den großen Raum. Mann. Wunderbar. Ein halbes Herz, das ist ganz gut. Doppel Guppy-Set, das ist auch okay. Ich gehe in den großen Raum. Ah, es ist ein Daily Longlegs. Einfach mal so, aus Spaß. So. Feuer und Flamme für Daddy Longlegs. Okay. Komm, Freund. Ah, hör doch auf. Komm. Zack und zack und zack und kaputt. Wunderbar, das lief ganz okay. Das lief ganz okay. Das kann man mal machen.
Zum Glück war es nur ein Daddy Long Legs Raum, es gibt nämlich auch viel nervigere Räume. Der gehört nicht dazu, der ist easy. Relativ easy. Nicht wahr, Freund? Yep. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Okay. Nee, danke. Okay, wir haben Isaac gefunden. Ja, okay. So. So, was ich jetzt mache ist, ich benutze das Sun. Ich gucke mir mal ganz kurz den Raum an. Okay. Sind gut gelaufen, relativ gut. Ja. Geh zu Isaac. Das erste, was ich mache, ist eine Bombe legen. Dann geht's au shit los. Aber es ist nicht schlimm, dass wir verletzt werden. Hauptsächlich, weil wir ja dadurch schon stärker werden. Nee? So. Okay. Ah, shit. Das hat wehgetan. Körper! Ich achte viel zu wenig auf den Körper. Aber wir sind jetzt dezent stark. Das kann man mal machen. Körper. Auf den Körper achten. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Alles cool. Alles klärchen. Okay, Freund. Bring es zu Ende. Ah, du willst noch eine Runde. Oh, shit. Na, ja, da ist er doch. Da ist er doch. Und... aus die Maus. Wunderbar. Und rein mit uns. Wir sind in der Chest. Bloody Lust has appeared in the basement. Das ist schön. Bloody Lust ist das, was Samson vorher hatte. Mit dem Fuck. Newton Spider Quadshot. Also das, was er vorher hatte, mit dem mehrere Gegner besiegen und dadurch Rage erlangen. So, dann haben wir hier noch Telepathy for Dummies und den Card, das Deck of Cards. Ich mach mal Hangman. Oh, das ist geil. Ich würde gern erstmal das Deck of Cards mitholen, um ehrlich zu sein. Hauptsächlich, weil ich dadurch auch Sachen zum Heilen bekommen kann. Das ist tatsächlich der Hauptgrund. Das ist eine Sache, da habe ich schon Angst vor. Dass das nicht reicht. Aber sowas wie ein The Sun oder so kann immer mal aus dem Deck of Cards schlüpfen. Und das wäre natürlich geil. Nicht wahr? Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Okay. Okay, dann. Wunderbar. Pestilenz ist... nehmen wir noch nicht tot. Okay. Au, Scherz. Ein Schlüssel für uns. Okay, dann haben wir hier einen... oh, der Raum geht aber, oder? Hebe ich mir auf? Hebe ich mir auf. Ich möchte keine großen Räume fürs Erste. Hier ist gar nichts drin. Okay.
Doppel Adversary. Cool, Freunde. Oh, shit. In so Momenten denke ich mir, wieso habe ich nicht Bloodlust? Das würde alles so viel leichter machen. Okay. Okay. Wieso sind die blau? Die sind blau. The fuck? Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Okay. Last kommt wohl zuerst dran. Weil Last die größte Nervensäge ist. Die zweitgrößte ist Greed, der kommt auch als nächstes dran. Außer Ruff stellt sich uns in den Weg. Nein, dann ist Ruff der letzte. Weil Ruff die kleinste Nervensäge ist. Death ist nicht das, was ich wollte. Itchy Tasty. Ich hol's mit. Doch, ich weiß wieder. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich benutze Death. Das bringt nicht den gewünschten Effekt. Wow. Oh, schön. Oh. Hör auf, so zu tun, als wären Spinnen Projektile. Das ist nicht cool. Das sind sie nämlich nicht, Freund. Hier kommt nichts. Okay. Ja. Fistula und Teratoma. Ist das Bombenfistula? Ja, scheint so. Au! Okay. Okay, ein halbes Herz. Das ist ein Anfang. Ah, Mann. Erst die Nervensäge kaputt machen und dann... ja, das kleinere Übel. Nein, nein. Erst aufladen, dann holen. Denk doch mal nach, du Idiot. Aber wir sind stark. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Okay. Nervensäge ist wieder Last. Dann würde ich schon fast sagen Gluttony. Aber Sloth ist schon tot. Das ist also auch schon mal nicht schlecht. Wir werden geheilt, das ist gut. Wheel of Fortune. Wird gebombt. Scapula, you have been blessed, dog. Okay, Justice. Umso mehr wir geheilt werden, umso besser. Das kann eben das Deck of Cards gut machen. Und Guppy's Head nicht. Oh, Gertie. Ich dachte schon, wo bin ich denn jetzt? Okay, Gertie. Das war's. Schön, dich gekannt zu haben, Gertie. Okay, ein Herz, ein halbes Herz. Das ist ein Anfang.
Und wir sind hier auch im Prinzip am Ende. Ah, shit. Ist egal. Alles cool. Wunderbar. Nein, die drei Räume kriege ich noch hin. Egal, was kommt. Okay. Brownie ist nicht mein Favorit. Ganz sicher nicht. Aber schön, dass wir das geklärt haben. Und da ist noch ein kleiner Raum. Und, ah fuck, da ist noch der große. Ja. Hey, Megarath. Shoot. Okay. Wir bekommen Mr. Mega. Two of Diamonds. Das bringt uns rein gar nichts. Ich hole mir aber jetzt das Dark Heart. Und die letzte Karte. So. Das heißt, wir dürfen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal getroffen werden. Je nachdem, was wir für eine Karte bekommen. Wenn jetzt Two of Hearts drin ist. Wawawiwa. Oder The Sun. The Stars. The Stars ist nicht das, was ich erwartet habe. Auf den Körper gucken. Ich lasse mich einmal treffen, damit meine Fliege aktiv wird. Ja, alles Taktik. Auf Ansage hab treffen lassen. Check. Und ich bin noch was stärker. Das kommt dazu. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ha! Kinder! Was ein Abenteuer wir erlebt haben. Puh! Ich würde sagen, mein Name ist Eddie Winkmann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Binding of Isaac. Afterbirth. Schön. Bis dahin. Oh, the bloody penny. The angel awaits. Ciao.